Heutzutage weiß man ja nicht mehr so genau, wo das Sprichwort auf dem Kerbholz haben herkommt. Hier haben wir mal ein solches Kerbholz. Zum Bauklötze-Staunen ist diese Ausstellung im Museum für Kommunikation in Nürnberg. Unter dem Titel »Mein Name ist Hase« beleuchtet sie zahlreiche deutsche Redewendungen. Also Redewendungen sind in jeder Sprache ganz, ganz wichtig. Wir verwenden sie 100 bis teilweise sogar 300 Mal am Tag. Die Ausstellung geht der Herkunft der Sprichwörter auf den Grund. Außerdem gibt es Rätselspiele und einen Sprichwortgenerator und diesen roten Faden, der durch die Schau führt. Ich als gebürtige Kielerin habe tatsächlich sehr, sehr häufig Butter bei die Fische gesagt und ich wusste aber bis dahin gar nicht, wo das kommt. Und das habe ich mal unseren Kurator gefragt und er sagte, naja, wenn man gebratenen Fisch damals gegessen hat, dann war eigentlich immer, so Butter war sehr teuer, hat man das immer ganz zum Schluss, hat man so ein Stück Butter nochmal drauf gegeben. Vielen Zuschauern ist ein Licht aufgegangen. Eine Redewendung, über die ich mich sehr amüsiert habe, ist eine schwedische und die heißt »In den blauen Schrank scheißen«. Und das soll bedeuten, man soll den Bogen nicht überspannen. Die Schau in Nürnberg ist noch bis Anfang Juni zu sehen.